Hi Leute, hier ist wieder euer Dennis the Ripper. Ich habe euch heute das erste Mal Optik bei mir auf dem Channel mitgebracht. Zwei Blasterboxen. Ich hoffe, dass die Qualität passt. Ihr wisst, es gab das ein oder andere Video, wo die Qualität nicht so besonders war. Wir finden 28 Karten in einer Box. Ich habe wie immer oder wie meist euch zwei Boxen mitgebracht. Sieben Inserts oder Prism Parallels. Wir suchen die Ultra Rare Checkerboard Prisms oder Rated Rookie Signatures in Purple. Ja, es kann Autogramme geben, es kann nummerierte Karten geben. Mittlerweile ist da alles möglich. Wir starten einfach mal rein. Ich fange einfach mal an. Mache mal die erste Box auf. Wie immer keine Karten mitgebracht oder wie die letzten Male keine Karten mitgebracht. Bringt Glück. Da bin ich jetzt fest von überzeugt. Man muss abergläubisch sein. Ein bisschen. Also zumindest werde ich hier das ein. So, linke Box, Box Nummer 1. Ist am Start. Drückt die Daumen, dass wir was Vernünftiges ziehen. Auf geht's. Saison ist gestartet beim Basketball. Die Teams grooven sich ein. Meine Miami Heat sind ziemlich cool dabei. Ich packe mal die zweite Box dabei. Zur Seite. Geht los mit Kevin Huerter. Sadiq Bey geht gut an. Kobe White. Und T-Minus als Insert. Gefällt mir gar nicht so gut, muss ich sagen. Das T-Minus Insert. Also nicht, vielleicht muss man sich auch erst damit anfreunden. Manchmal, da braucht es ein wenig. Oh, ich glaube, wir haben einen Polo. Oder wie wir das auch bei den Select-Videos gewohnt waren, ein Silver, wie das bei Select auch heißt. Michael Porter Jr., JJ Redick. Malachi Flynn ist unser Rookie, Rated Rookie. Und jetzt schauen wir mal unser Holo. Kein Rated Rookie. Oh mein Gott. Blake Griffin. Ja. Rickman, wie war das die Tage noch? Der Tank ist leer, würde ich sagen. Blake gerade eine gute Schraube gekriegt von den Heat. What's that? Okay, keine Ahnung, warum die Seite quer ist, die Karte quer ist. Wenn das ein Auto ist, dann flippe ich erstmal megamäßig aus. Patrick Williams, die Reihenfolge ist irgendwie auch mal so, mal so. Ich ziehe mal von hinten zuerst. Jawohl, My House Insert, LeBron James. Mega geil. Ich fand eigentlich die alten My House Inserts ein Tick besser, wobei je öfter man die Dinger sieht, desto geiler werden die. Und ja, LeBron nehme ich natürlich gern. Jetzt, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach unwissend und die Karten sind immer im Querformat. ASC. Es ist wirklich ein Auto. Aber what the fuck, warum ist es denn Admiral Schofield? Leute, Signature Series, Admiral Schofield. Admiral Schofield, wie wir Amerikaner natürlich sagen würden. Ja, mein Gott, wie geil, dass so ein Auto drin ist. Und dann ist es der Admiral. Junge, 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 Junge. Nichtsdestotrotz hat er es natürlich verdient, auf den Thron zu kommen. Ja, bringt wieder Glück, keine Karten mitzubringen. Auto aus dem Blaster. Richtig, richtig nice. Box Nummer 1, richtig cool. Ich ziehe ein bisschen nach vorne. Box Nummer 1, richtig cool bisher. Centering-Probleme kann ich jetzt nur bedingt teilen. Hier seht ihr das ein bisschen. Rechts ist es ein bisschen weniger breit als links. Aber ist okay, glaube ich. Ja, und wir haben ja den Admiral gezogen, wobei der vom Centering irgendwie weird aussieht. Wenn man das hier rechts ansieht, dann sieht das aus, als wenn das abgeschnitten ist. Gut, ich weiß nicht, wie die anderen davon aussehen. Müsste mal einer als Vergleich vielleicht eine Karte mehr schicken oder mal posten. Weiter geht's. Es ist wieder eine Purple drin. Julius Randle.
Marvin Bagley, Jordan Warra, der auch ziemlich gut performt. Gefällt mir richtig gut. Und wieder kein Rated Rookie. Dafür aber Tobias Harris, den wir nicht ziehen wollten. Aber wir wollen nicht schimpfen. Wer hier schon ein Auto zieht aus dem Blaster, Brandon Clark, Aaron Naismith, Draymond Green und Splash. Das sind die coolsten Inserts, wie ich finde, die dabei sind. Chris Middleton, sehr, 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 sehr cool. Sehr, sehr cool Inserts. Die noch als Holo-Variante und ich bin komplett happy. So, wir gucken wieder. Inset ist dabei und Purple. Mal sehen, vielleicht sind das die Kings. Miles Bridges. Rated Rookie. Ah, es war so klar. Es war so klar, Robert Woodard, der Zweite, kein Tyrese Halliburton. Und Express Lane, De'Aaron Fox. Ich sehe die Kings hier durch. Im vorletzten Pack, letztes Pack von Box Nummer 1. Ja, ein Auto, hätte ich nicht mit gerechnet. Autograph Nice, ist wirklich cool, freue ich mich. Offense Admiral ist. Und hier kommt nochmal ein Holo Insert. Cam Reddish. Tyrese Halliburton, eben noch von ihm gesprochen, jawohl, geht doch. Sehr, sehr cool, nice Karte. Zach Collins. Und letzte Karte ist wieder die De'Aaron Fox mit Express Lane. Also, wir machen eine kurze Summary. Wir haben in der Mitte Express Lane, die De'Aaron Fox. In der Holo-Variante, die De'Aaron Fox. Splash, Tobias Harris, Purple. My House LeBron, Blake Griffin Silver und Kawhi Leonard, T-. Und unsere Rookies waren Halliburton, Woodard, Naismith, Nwora, Williams, Flynn und Sadiq Bey. Jawohl, das war Box Nummer 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sleeven machen wir später. Admiral darf hier links rüber wandern und ich mache mal Box Nummer 2. Mega cool, cooles Produkt, coole Blaster. Danke an Chris aus der ASC-Gruppe, der mir die Blaster besorgt hat. Chris, geile Dinger hast du rausgesucht. Wenn du noch so ein paar Blaster hast, vielleicht ohne Admiral, mit ein paar anderen geilen Autos drin, ping mich da nochmal an. So, weiter geht's. Box Nummer 2. Mal sehen, mithalten wird schwer. So, auf jeden Fall geht's schon mal richtig gut los mit den Heat. Ist wieder so ein T-Insert drin. Jimmy Butler, RJ Hampton, Kevin Durant und T-James Harden. Ja, für die Nets läuft es mehr als bescheiden, würde ich mal sagen. Ebenso wie für die Lakers, die Andre Ayton. So, ich guck nochmal, hier kommt unser Holo. Duncan Robinson, so viel Heat, das kann ja nur was werden. Theo Maledon. Und jetzt schauen wir, es ist ein Rated Rookie. Jawohl, ist ein Rated Rookie. Es ist nicht Theo Maledon, die Farben sind aber ziemlich gleich. Pokuševski vielleicht, ich weiß es nicht. Nee, Isaiah Stewart, sehr cool. Ich glaube, Isaiah Stewart ist ein sehr, sehr cooler Spieler. Centering, links, rechts, sehr, sehr gut getroffen. Oben und ein bisschen schlechter, oben ist es ein bisschen klein. Isaiah liebe ich mal schnell und finde ich richtig, richtig geil. Freue ich mich mega. Ja, Isaiah Stewart. Sehr cool. So, weiter geht's. Ja, ich sag doch, die Heat-Karten am Anfang, die bringen gleich Glück. Jamal Murray, Danny Avdija, Ben Simmons und Myhouse wieder, aber diesmal Kyrie Irving, der aktuell die Covid-Impfung verweigert und deshalb nicht mit von der Partie ist. A Purple Insert,
Sieht nach einem Rated Rookie aus. Joe Inglis. Al Horford. Jamias Ramsey. So, die Kings haben wir durch. Und jetzt gucken wir mal, wen haben wir hier? Oh mein Gott. CJ Alibi. Ja, das hätte uns besser treffen können. Ist okay. Wir wollen uns nicht beschweren. Was habe ich denn hier für einen Top-Loader mitgebracht? Ein Riesending. Gerade ist krass gebogen. Geht irgendwie auch nicht richtig rein in den Top-Loader. Naja, gut. Ich stelle ihn den werten Herrn hier hinten in die Mitte. Ich ziehe ihn ein bisschen vor. So. Müsste das für euch okay sein? 3 Packs noch. Dann sind wir damit durch. Ich habe auf jeden Fall noch eine Multipack-Box, die ich auch hochladen werde oder beziehungsweise öffnen werde. Jetzt kommt ein Holo und das sieht aus, als wenn das so ein schönes Splash ist. Sadiq Bey wieder dabei. Andrew Wiggins. Kemba Walker. Aber nicht Holo, habe ich das eben gedacht. Ja, wie auch immer ist es nicht. Ja, die Multipack, die mache ich auf jeden Fall auch auf dem Channel auf. Ich weiß, ihr schimpft immer, wenn ich offline, wenn ich auf Cam Sachen breake und dann ist irgendwas Geiles dabei. DeMar DeRozan, DeJounte Murray, Spurs Box hier oder Spurs Pack, Malachi Flynn und Allen Iverson Express Lane. Wenn Allen Iverson jetzt hier in der Holo-Variante in dem letzten Pack drin ist, dann ist das definitiv ein Panini-Muster. So. Letztes Pack. Eine Purple haben wir noch dabei. Ist auf jeden Fall ein Insert. Und ist, glaube ich, keine Express Lane. Kevin Huerter. Patrick Williams. Blake Griffin. Und Boston Celtics wieder. Kemba Walker. Das gibt's doch gar nicht. Die Dinger sind irgendwie, keine Ahnung, die wiederholen sich. Wie auch immer, mir hat das Produkt gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich mache nochmal ein Recap von Box 2. Hier die Splash. Kemba Walker in der Purple-Variante. Allen Iverson, Express Lane. Reguläre Splash. My House und T-Minus. Und jetzt kommen wir zu unseren Rookies von Box 2. Pat Williams, Malachi Flynn, Sadiq Bey, Jamias Ramsey, Danny Avdija, Theo Maledon und RJ Hampton. Hier hinten haben wir in der Purple-Variante CJ Alibi und Isaiah Stewart. Ja, aus Box 1 nochmal hier hinten Admiral Schofield. Das war's. Ich bin erstmal raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert gerne das Video, welche Box euch besser gefallen hat. Und genau, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Karten, wenn ihr irgendwas kaufen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen zu weiteren Dingen habt, keine Ahnung, StockX oder anderen Boxen, Karten insgesamt, schreibt mir gerne. Ich bin erstmal raus, euer Dennis the Ripper. Bis dann, ciao.